Hallo und willkommen zurück zu Trains Ocean. Ja, wir sind mit unserer Albatros sind wir in Felixstowe. Stimmt das? Ja, Felixstowe. Wir haben gleich mal einige. So, schon aus und den Tank. Ui, das ist der. Okay, da haben wir. Ja, gut, 66.000 können wir sich gerade noch leisten. Gut, dann Aufdruck. Was haben wir denn da schon? Schauen wir mal, Stockholm. Nein, das sind wir zu wenig. Hat er nicht irgendwo da was am richtigen, ne? Was ist denn das da? Noch Algi. Hm, haben wir noch Algi jetzt für 700.000? Was kann man da noch mitnehmen? Warte, ne? Lissabon kann man noch mitnehmen. Fahren wir zuerst nach Lissabon. Und dann weiter nach Algi. So machen wir das. Lissabon, zack. Metall und Holz. Auftrag. Hallo? Hallo. Na so. Bestätigen. Zack. So, und dann werde ich es schon ablegen. Hm. Also kann ich nicht ablegen. Wenn wir nicht das ausgeholt haben, jetzt müssen wir noch Lissabon. Genau. So, ablegen. Zack. So, und jetzt gehen wir Gas. So, und da fährt unsere Albatros schon. Was ist jetzt? Ein halbes Jahr hat sich Ihre Reederei nun schon gehalten. Ich bin beeindruckt, wie vertraglich vereinbart ist ab nun in jedem Quartal mein Anteil fällig. 1,6 Millionen, sag mal, hast du eine? Ach Gott, na super. 1,654 Euro, also 1,6 Millionen, so. Das ist ja ein Wucher. Ja, das ist wirklich ein Wucher. Das ist ganz normal. Die Schiffe Ihrer Flotte sind momentan 5,1 Millionen wert. Ihr erwirtschaftetes Kapital beträgt 3 Millionen Euro. Macht zusammen 8,2 Millionen Euro. Mein Anteil beträgt 20%. Toll. Du bist wie... Okay. Das ist gar nichts. Wenn man bedenkt, dass ich in... Was, dass ich Ihnen das gesamte Stadtkapital geschenkt habe? Aha, ich könnte gut und gerne mehr verlangen, aber ich bin ja kein Halsabschneiderin. Ich bin ja keine Halsabschneiderin, du bist kein Halsabschneider. Aber wenn du mir das geschenkt hast, hallo, nicht? Ich meine, hallo? Ah. Also, der Wert Ihrer Flotte plus Kapitalanteil zum Anfang eines jeden Quartals ab heute. Das wär's dann fürs Erste. Ja, tschüss. Diese Investorenanteile werden uns irgendwann noch in den Ruin treiben, Chef. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen früh, davon zu sprechen, aber wir sollten die Firma freikaufen von den Vorschriften der Investoren. Ja, hallo, gibt's mir das Geld? Das wird einige Jahre dauern, bis wir mächtig genug dafür sind, ne? Habe ich ja gerade gesagt, ne? Aber das wird es auf jeden Fall wert sein. Laut Vertrag dürfen Sie sich erst freikaufen, wenn Sie den Rang eines Tycoons innehaben. Ja. Eines Tycoons? Wird das wirklich so in der Schiffsfahrt genannt, Tycoon? Jemand denkt, das hast du nur bei der Eisenbahngesellschaft, dass man sich Tycoon nennt. Hm. Okay. Es ist noch ein langer Weg bis dahin, aber dann wird die Reederei endlich voll und ganz uns gehören. Ihnen gehören. Meint ich natürlich. Ja, du hast das aber auch fast hinter die Uhr, mein Freund. So. So, die Albatros ist da, der kann werden und die Firma freikaufen. Okay. So, wir werden da mit dem Schlepper reinzischen. Was ist jetzt wieder? Was? Wieso? Wir haben 300.000. Minus 87 spricht, warte mal, Schlepperkosten waren 200.000, genau, Fahrdauer 4 Tage. Achso, weil sie die Fahrt nicht genommen haben, nur 13.000, ja, okay. Ja, stimmt schon. Das Recht hat das Recht. Ja, die müssen per Hand einfach nicht depp. So, wir haben da jetzt einen Auftrag nach Algier. Da haben wir den Norden. Was hätten wir denn sonst? Naja, nicht wirklich was. Momentan steht der Markt nicht gut. Aber wir nehmen den da auch noch mit, das Textilgüter. Wenn wir schon nach Algier fahren.
So, ja, bitte bestätigen. Zack, zack. So, warte mal, wir machen nämlich Schiff. Wie schauen wir denn da mit dem Sprit aus? Oh, der ist gut. Dann voll. So. Und ablegen. Altschiff bitte. Da ist sofort eigentlich mit Vollgas. Brauchen wir ja gar nicht, oder? So, fahren wir. Vollgas brauchen wir ja gar nicht fahren, wir haben ja nicht so einen großen Termin auf. So, ja bitte. Na bitte, 627.000 schaut schon besser aus. Zum Hafen tanken. Ja, ich schaue jetzt immer wieder an Tank wegen dem Preis, nämlich, und da werde ich ja wieder viel denken. So, was haben wir denn da jetzt da? Wir haben da Lissabon, Dublin. Oh, Rotterdam ist schön. Also fragwürdige Ware schicken wir. Fragwürdige Ware, das haben wir jetzt, da bin ich schon mal auf die Nase gefangen, mit der fragwürdigen Ware. Nee, das tun wir lieber nicht. Reykjavik drauf? Hamburg. Warte mal, Reykjavik. Lissabon. Da hätten wir da dann. Ich weiß nicht, ob ich da alle drei reinkriege. Wir könnten nehmen, pass auf, wir könnten nehmen Lissabon. Ja. Dann könnte man nehmen das Dublin. Ja, und dann das ganz untere ist Reykjavik. Könnte man auch nehmen. Ja, da fahren wir zuerst Dublin. Ja, aber ob ich da alle drei reinbringe, das wird jetzt interessant. Schauen wir mal. Zwei. So. Ne, kriegen wir natürlich auch, so man dachte, zu klein. Gut. War doch ein netter Versuch. Aber wir könnten nehmen Dublin und Hamburg. Ja, dann fahren wir zuerst nach Dublin und dann nach Hamburg. Genau, so machen wir das. Warte mal, da kriegen wir noch was rein. Rotterdam kriegt er dann auch da rein. Die fragwürdige Ware. Schwierig. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Machen wir es oder machen wir es nicht? Wenn ich das jetzt nicht mehr regiere, fliegt unser Ruf wieder wieder oben. Dann wird man es uns erwischen. Aber ja, es erwischt. Wenn sie uns erwischen, erwischen sie uns. Das Risiko geht jetzt bei mit deinen Freunden. Irgendwann einmal muss man riskieren, einzeln. So, dann hätte ich gesagt, ablegen, 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 ablegen nach Dublin, Rotterdam. Wir fahren jetzt erst nach Dublin, Rotterdam, Hamburg. So machen wir das. Dublin bitte. Ja, 9 Tage. Was sieht dazu aus? Ablegen, gibt Gas. Ich hoffe, die erwischen uns nicht von da. Aber wie gesagt, wenn nichts riskiert, der gewinnt auch nichts. Ne? So, Dublin freigeschalten, das ist schön. Zum Hafen. Schauen wir mal, wir schauen mal. Oh, das ist aber teuer. Ne, da tanken das wir nicht. Da riskieren wir das, aber das wir nicht tanken. So, dann werden wir das schauen. Was haben wir denn als nächstes? Wir haben gesagt, wir haben Hamburg oder Rotterdam. Oh, zweimal Felixstowe. Naja, Felixstowe bringt uns eigentlich nicht wirklich was. Das hätte ich mal gesagt. Ne? Ich brauche Hamburg oder Felixstowe. Eins von den zwei brauche ich. Und das habe ich nicht. Nein, das nehmen wir nicht mit. Das Altschi. St. Petersburg. Nicht. Ablegen. Wir fahren noch. Ja, wir fahren zuerst nach Rotterdam. Ah, wenn uns die da erwischen. Wenn uns die da erwischen, mein lieber Freund, dann haben wir aber ganz schön Arsch offen. Das sage ich euch. Ein Firmenvertrag ist ein Angebot. Aha, okay, Firmenvertrag, das müssen wir uns dann gleich mal anschauen. Oh, sie haben uns nicht erwischt, sie haben uns nicht erwischt. Juhu! So, wir schauen mal Sprit mit. Nein. Ja, das erwischt, dann haben wir mit. Das hilft ja nichts. Was wir brauchen, wir brauchen. So, dann haben wir. Das ist rot. Der Minknapp. Ach du Scheiße. Okay, haben wir noch was für Hamburg? Ne, haben wir natürlich nichts mehr. Aber wir hätten dort in St. Petersburg hinten mitnehmen. Das machen wir mal. Ja, und das war's dann schon wieder.
Ja, da müssen wir Gas geben. Was ist jetzt gewesen? Auftrag über St. Petersburg. Wo sind wir? Da, jetzt noch Auftrag annehmen. Bestätigen. So. Und jetzt Vollgas. Ablegen. Ach du meine Güte, ich hoffe, wir schaffen das jetzt einmal. Und Gas. Ah, na gerade noch so. So, zum Hafen, wir fahren nach St. Petersburg, haben wir gesagt. Auftrag, so, ich brauche St. Petersburg. Oh, da hätten wir noch eins, schön. Okay, dann müssen wir nicht immer übertreiben, ne? St. Petersburg, wo waren das jetzt? Hallo. Was? So. Dann haben wir da Auftrag. Annehmen, natürlich. Bestätigen. Zack. Und wir können schon wieder reisen. Ablegen. Ja, aber so schnell brauchen wir glaube ich nicht von den Knoten. Ich glaube, es sind auch genug bei einem Brust. Da sparen wir einen Sprit, weil man, das kostet ja extrem viel. Ne? Ablegen. So. Dann fahren wir wieder nach St. Petersburg zurück, nach Russland. Ist ja auch nicht schlecht, da ist es aber kalt. Schauen wir mal, wie kalt es da wirklich wird. Mit Schlepperei natürlich. Oh, 1,2 Millionen. Ja, das schaut gut. Der Streifen in St. Petersburg aktuell sehr günstig. Oh, das zahlt sich ja mal richtig. Was ist jetzt? Die ganzen Aufträge sollten Ihnen schon einiges an Geld eingebracht haben. Arbeiten Sie weiter auf ein zweites Schiffchen, um Ihre Einnahmen zu vervielfachen. Ah, okay. Momentan verkaufen uns alle Werften nur. Was? Werften eh nur weitere Fieder. Aha. Aber es gibt erheblich bessere als den, den sie momentan haben. Das ist schön. Durch ihren Ruf und die vielen Aufträge, die sie bis jetzt hierhin abgeliefert haben, hat die Bank ihnen jetzt auch den ersten Langzeitkredit gewährt. Okay? Sie können sich also überlegen, ob sie das zweite Schiff finanzieren oder es auch eigener Kraft erwerben wollen. Achten Sie nur darauf, dass die Kreditraten Ihnen nicht über den Kopf wachsen. Wenn Sie möchten, erkläre ich Ihnen direkt die Gründe. Nee, Tutorial abbrechen. Nee, wir kommen das selber drauf und nee, wir können Kredit aufnehmen. Nee, Kredit nehmen wir. So, dann haben wir viel danken, weil das zahlt sich aus bei 375. Was haben wir denn Schönes? Da hätten wir Hamburg. Das ist aber nicht wirklich was dabei. Lissabon mal wieder dabei, das ist aber weit. Da hätten wir aber Felixstown. Da ist mal noch Felixstown. Zuerst Hamburg. Geht sich das aus, alle drei? Oh, geht sich aus, Schatz. Da nehmen wir alle drei mit. So, ja. Haben wir gerade verdankt? Ja. Da hat er gesagt, oh ja, das geht sich aber locker aus. Auftrag annehmen. So, bestätigen. Und die Reise kann schon losgehen. Zuerst bitte nach Hamburg. Ah. Ablegen. Was ist jetzt da? Ein Sturm tut sich vor der Albatros auf. Sollen wir es riskieren, hindurchzufahren oder sicher umfahren? Das dauert allerdings ihre Befehle. Gute Frage, nächste Frage. Ja, wir umfahren das sicher, weil hallo, ich möchte mein Schiff nicht unbedingt jetzt zu Schrott fahren. Albatros hat den Sturm umfahren, na schön. Vitaminauftrag von Angus ist heute fällig und noch nicht eingetroffen. Beschleunigen Sie das Albatros und den. Ja, wir sind ja schon da. Ach Gott. Wir werden einmal manuell wieder einfahren, hätte ich gesagt. Schauen wir es uns an, ja. Es kann nicht so schwierig sein, da jetzt anzulegen, oder? Zumindest hoffe ich das, dass das nicht allzu schwierig ist. Wir werden es gleich sehen. So, und go! Wir müssen ab und mit Grund. Gut. Auch mit durch. Kamera. So, gehen wir ein Gas da.
der Stickler rechts, weil da ist der Pfeil. Da kann man das kleiner machen. Kleiner machen, kann viel kleiner kürzen. Also da ist der Punkt und ich schätze, da werde ich hin. Ich habe das immer noch nicht so irgendwie. Vermögen. Ne? Ja, das ist ein schief. Das wird schon passen. Da kommt kein Gas. So darf man es ja durchschaffen, da drin. Da kommt ein Schiff! Nein! Da kommt ein Schiff! Aber was für eins? Hallo? Hallo, du? Siehst du mich? Wenn ich da, glaubst du, kann ich da rechts vorbei oder? Was wird das? Nee, ich bin falsch. Na super, haben wir das gemacht. Ich hätte doch müssen. Na Scheiße. Wir müssen einfach nur gerade da rein. Das macht mir ganz kirr im Kopf, da wenn ich nicht weiß, wo ich ihn kirre. Stopp. Da kommen fahren die Kurven. Das schafft er nicht, Schatz. Jetzt fahre ich. Jetzt aber. Jetzt gibt Gas. Ja, was sind das für ein Schiff? Das schaut aber auch schon größer aus, als wie das, was wir haben, Schatz. Oder? Das ist das. Nein, nicht anfangen. Nein, du lässt es. Hallo? Du wirst dann nicht anfangen. Ja, das schaut aber wirklich besser aus, wenn man das. So, jetzt aber, jetzt gehen wir Gas. Ah, es ist gar nicht mehr so einfach, da die Chancen drin. Rechts. Runden. Ja, jetzt schaffen wir das aber, oder? Die Gas. Wenn ich mich nicht immer verkugeln würde in die Häfen, ja, dann würde ich mir viel leichter tun. Warum nehme ich immer lieber die Schlepper, weil ich weiß nicht, das ist irgendwie, ja, ne? So, aber wir sind schon da, das ist schön. So, dann bewegen bitte in die Ecke. Dann haben wir es mal geschafft. Dreh dich, meine liebe Albatros, drehen. Einmal um die Ecke drehen, bitte. So, na komm, jetzt gehen wir Gas, jetzt haben wir den Yeah! Da müssen wir wieder drehen, oder? So, jetzt aber. Komm, jetzt geht Gas. Wir haben es geschafft. Jetzt aber. So, guten Tag Freunde, wir sind da. Ja, 4 Minuten noch wieder kommt, der scheißen Dreck. Naja, das so ist. Ist so. Haben sie wieder mal vergoogelt. Ja bitte, grüß dich. Ja, super gemacht. So, wir sind da. Und wir haben Minus, super. Ja, wir haben es nicht geschafft. Scheißen Dreck. Erst. Na gut. Okay, Freunde, wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Der Manikus sagt ciao, ciao.